Moin Leute, schön, dass alle wieder dabei seid. Und worum es heute geht, das seht ihr jetzt. Nein, ich habe keine Fans. Das sind alles seine. Und ich finde es gut, wenn ihr ihn durchbeleidigt. Das wäre geil. Wenn ihr den alle durchbeleidigt. Alle. Ja, ja, dich. Eigentlich voll durchbeleidigt. Ruhig. Gerade wieder fleißig am Schrauben. Der Lader ist auch da. Wir haben hier so einen kleinen Karton, so einen überdurchschnittlich großen Karton. Da liegt so ein kleiner Kumpel drin. Ist gar nicht mal so groß. Da würde noch um einiges gehen. Ne? EFR 7670. Also schon Männergerät. Hey, nehmen wir ruhig mit die Jungpferde hinter mir. Schön hinten reingeschoben. Den werden wir heute anbauen. Dazu müssen wir aber noch Krümmer anbauen, etc. Da können wir mal durchgehen. Das machen wir, damit wir sehen, was für Wasser, Vorlauf- und Rücklaufleitung, was für Ölleitung wir brauchen. Ob das mit den Serien irgendwie kombinierbar ist, dass wir sagen, wir ändern das nur ab. Oder ob wir sie neu bauen lassen oder uns fertige kaufen, das sehen wir dann. Nochmal zurückzukommen auf Krümmer und Kupplung. Krümmer war wie gesagt ein Sparkrümmer, Downmount. Das heißt, T3 nach unten weg. Dass der Lader unten drunter sitzt, dass es relativ seriennah im Endeffekt bleibt, auch optisch. Wir haben uns jetzt dafür entschlossen, ihr kennt das sicherlich von anderen Krümmern, dass dann zwischen den Zylindern 1 und 2, Zylinder 3 und 4 und Zylinder 2 und 3 normalerweise Schnitte sind, hier zwischen den Stegen lang, um eben entsprechend den Verzug rauszukriegen. Wo sind Schnitte oder wo? Normalerweise habt ihr hier längs Schnitte durch bei anderen Krümmern, um diesen Verzug, wenn er sich erwärmt, dieses eventuelle Verdrehen rauszukriegen. Wir entscheiden uns jetzt mal dafür, das nicht zu machen, das heißt, wir schneiden es nicht, wir wollten es erst schneiden. Haben uns aber gesagt, nein, das ist 17 mm starkes Guss. Wir lassen das mal so, das müsste normal für alles funktionieren und halten. Der ist auch relativ massiv, der Krümmer. Also vom Anfassen her, jetzt aktuell schon, ist das für einen Gusskrümmer wirklich gut. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Was wir im letzten Video angesprochen hatten, Kupplung von Henning, also von Doc Drehmoment. Wir können mal drauf eingehen, das ist dieses Stück. Das ist Moment, wie viele Pads sind es überhaupt? 2, 4, 6, 8, 10. Das ist eine 10-Pad-Sinter, also Voll-Sinter-Scheibe. Mit dementsprechend auch Sachs-Druckplatte auch verstärkt und einem komplett gefrästen, das heißt, das Schwungrad hat keinen aufgeschrumpften Anlasserkranz, bei dem ist der Anlasserkranz wirklich gefräst, also rausgedreht und fest. Das heißt, ihr habt nicht diesen aufgeschweißten Kranz, ist vernünftig gehärtet, dass es auch vernünftig funktioniert, vernünftige Schrauben drin. Das war es erstmal zu den Teilen, die heute verbaut werden. Das ist heute der große, oder der Satz, worum es im Großen und Ganzen geht. Und ich würde sagen, wir fangen erst ein bisschen an, wir schrauben erstmal ein bisschen. Verfolgt das Ganze. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, unten in die Kommentare rein und bis gleich. So, beim Zentralausrücker, also beim Ausrücklager, dementsprechend das, was die Druckplatte von der Kupplung betätigt, haben wir uns für einen Vollaluminiumteil entschieden. Sag ich mal, da die Kunststoffteile zum Beispiel noch eine Trennung haben, was so nicht werden könnten, das möchte ich definitiv nicht, das möchte, glaube ich, keiner hier von uns. Und zumal noch mal ein bisschen stabiler ist, dadurch, dass wir ja höhere Druckkräfte dann haben auf der Druckplatte, weil es ja mehr Kraft hinter sitzt. Haben uns dafür entschieden, dass wir da auf jeden Fall nicht das Problem kriegen, dass es undicht werden könnte. Brechen etc. pp. Das Ganze von Sachs auch nochmal neu, hält ein bisschen besser. Ne? Mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu erklären. Das alte Ding kommt jetzt weg und dann bauen wir weiter. So, bei den Kupplungen ist es halt wichtig, dass man darauf achtet, dass die normale eigentliche Getriebeseite kommt bei den meisten dann in den Korpus, in eine Schwungscheibe. Wenn ihr das andersrum macht, könnte es passieren, wenn ihr trennen wollt, dementsprechend die Druckplatte betätigt, dass ihr einfach hier gegen drückt und nicht komplett trennt. Deswegen kommt die in dem Fall nämlich so rum rein. Und dann erst die gute Druckplatte darüber.
So, das ganz Schöne ist bei Doc Drehmoment, ihr kriegt dementsprechend noch eine Legende dazu, welche Drehmomente ihr wo einzuhalten habt, genau wie die Steffen gerade zum Beispiel macht. Ihr macht Zylinderschrauben, 35 Newtonmeter plus Schraubensicherung. Ist ganz schön, weil sonst müsst ihr euch immer doof und dämlich suchen, da steht's bei. Also, wir gucken jetzt, ob wir alles richtig gewählt haben. Und der große Moment. Steffen und ich haben ja ein bisschen experimentiert diesmal. Wir werden mal gucken. Lass mich erst hinten ran. Lass mal hinten gucken. Also. Geht das so? Ich habe nur einen ganz kleinen Druck. Angesetzt. Was ist das? So leicht ging es noch, damit er sich mal runterdreht hier. Nee, nicht zu lang, nicht zu lang. Die wiegt ja auch nur einen halben Kilo vielleicht, Alter. Das Schwein, ey. Das Ganze. Also. So. Ja, aber. Da. Alter, das sitzt gut. Das sitzt unwahrscheinlich gut. Das ist doch wie Serie. Vielleicht ein bisschen größer, aber. Sonst ist das so eine Serie. Winkelgetriebe sitzt in der Höhe. Das passt übelst, Mann. Warte mal, hier ist die. Dings normalerweise. Mhm. Ja, das passt. Das mit dem Öllauf nachher gucken dann. Öllauflaufleitung ist doch hier oben. Mhm. Ja, so wie es aussieht, sitzt da, ne? Ja, und sitzt verdammt gut. Vor allem auch schön mit der Abgasseite, schön am Block dran hier, ne? Man sieht jetzt, ich weiß nicht, ob man das. Ich kann ihn leider nicht drehen jetzt. Aber hier. Ich kann mal rumkommen. Na, komm mal rum, Hasi. Schön dicht, ne? Mit dem Lader Richtung Block. Das heißt also, nachher hier hinten, wenn dann hier die Spritzwand sitzt, haben wir da wenigstens schon mal keine Probleme mit Platz. Können dann nachher hier schön mit der Downpipe über dem Winkelgetriebe nachher oder neben dem Winkelgetriebe hier lang gehen. Boah, demnach sitzt das klasse. Sieht aber gut aus, ne? Schicker Lader. Ganz dafür, nice. Dass alle gesagt haben, dass das nicht passt, haben wir es gut ausgewählt, ne? Schakka, Junge. Schön. Er sitzt und wir kriegen auch zu laufen. Ich denke doch, ja. Ja, oh, was kommt jetzt? Wir haben eine kleine Änderung auch so noch gemacht. Also bei uns ist es ja so, dass wir ein internes Wastegate beim Lader fahren. Das heißt, wir wollen nicht diese Schüssel da weg und diese extravaganten Sachen haben wie bei Steffen, dass wir extra die Downpipe umbauen müssen dafür. Der Krümmer hätte oben für einen 38er Tial schon Ausgang gehabt. Den verschließen wir, nutzen diese Kappe oder nutzen diesen Punkt für unsere Abgastemperaturmessung. Das heißt, dort werden wir dann später, weiß ich, kann man sehen, wenn du hinfilmst, ich weiß es nicht. Dort werden wir dann genau vorm Ladereintritt, werden wir hier oben dann die Sonde hinsetzen, dass wir die Abgastemperatur so gut wie möglich abnehmen, also so nah wie es nur geht vom Lader. Wir könnten auch hinten reinbohren, machen wir aber nicht aus dem Grund, weil es ja so schon relativ nah an der Spritzwand sitzt. Dann wäre die Gefahr, dass wir dagegen stoßen oder es nicht genug Platz gibt. Deswegen setzen wir so oben rein, haben genug Platz, auch falls man nachträglich mal ran muss. Man kann noch eine zweite Sonde setzen. Das heißt, da lassen wir uns jede Möglichkeit offen. Ja, jetzt bauen wir das Getriebe erstmal schön an. Ne, Mäuschen? Gucken wir, wie das danach noch passt. Aber ich sehe da keine Probleme mehr. Gut. Sie schön hat in der Spitze. Boah. 18er Nuss. Nur ein 18er. Von der Zieh mal raus. Mach langsam. Scheiße, ich hab wie die Augen alle, die Ederchen platzen ja, sein. Da oder da. Nimmst du die hier vorne? Ist nicht schwer so zu halten. Nein, die ist 19. Die andere, da hinten. Zwei, drei, da. Ja, da. Aber, kein Ding. Hm? Ist alles gut. Ich will, das geht ja alle Crossfit machen. Ja, das ist so, wenn man den ganzen Tag Crossfit macht, dann ist das halt anstrengend irgendwann. Du jammerst doch, ja. Ja, du. Und ihr habt noch keinen Schweißer, bestimmt. Oh, das drückt ein bisschen. Ist das ein Wichser? Ich würde ihn gleich hassen, ich würde ihm gleich die Kekse wegnehmen. Oh, ich drück mal. Oh, guck mal. Dann mach ich doch die ganze Zeit schon. Hey, Toni hält doch das ganze Gewicht. Wieder runter. Liegt da nichts so ein Vierzylinder-Ding hier. Passt nicht, wa? Guck mal. Möchtest du vielleicht mal grüßen? Ja, deine Mutter. Aber das mache ich nachher, wenn ich bei ihr bin.
Also das war jetzt ein bisschen übergroß, ne? Das war auch recht wenig. Das war recht wenig. Das wäre schon unter die Gürtellinie. Das können wir so nicht senden, glaube ich. Guck mal. Jetzt gleich der Seil. Genau. Zu schwer. Getriebe ist dran. Das hat auch super gut geklappt, weil Getriebe sich immer toll einsetzen lassen. Ich persönlich hasse Getriebe. Ich weiß nicht. Zumindest wenn der Motor nur an so einem Seilchen hängt, ja, könnte das auch. Was denn? Bitte. Ja, im Prinzip müsste bloß einer mit Bandsäge einmal die Platte umdrehen und wieder anschweißen. Mehr ist es eigentlich nicht. Tja. Wir haben so noch leichte Probleme. Wie ihr eben gerade gesehen habt im Video, der Krümmer sitzt so Weltklasse. Also wirklich richtig geil. Wir haben gerade nochmal durchgemessen. Wir kommen auch nicht mit dem Planfräse oder mit dem Verändern des Krümmers hin, dass wir sagen können, wir kriegen genug Platz fürs Abgasgehäuse. Wäre das, sag ich mal, mit dem Winkelgetriebe so gegangen, das heißt, hätten wir genug Platz gehabt, dann wäre das ein Geschenk gewesen. Also vom Anbau her, von der ganzen Wasserleitung und so, wäre das größte Geschenk gewesen, was man sich hätte vorstellen können. Dass wir uns jetzt nochmal umentscheiden, das heißt, der Sparkrümmer, also für jeden, kann ich wirklich empfehlen, für jeden, der diesen Motor fährt, der ohne Allrad fährt, das heißt, jemand, der kein Winkelgetriebe hat, der hat wirklich überhaupt keine Probleme. Der Lader sitzt so satt am Motor dran, also wirklich extrem satt. Nur das Problem ist, da wir so einen riesen Klotz nehmen, haben wir ein riesen Abgasgehäuse. Das heißt, uns fehlen ungefähr 5 cm. 4-5 cm, dass wir den wirklich so rankriegen. Als das Getriebe noch nicht dran war, hat es super funktioniert. Er saß vorher wirklich so wie ein Originallader. Das war wirklich von der Abgasseite her, von der Abgas ungefähr, wo er sitzt, genau gleich. Nur jetzt ist halt das gute Stück im Weg. Das heißt jetzt für uns, wir besorgen einen Edelstahl-Rohrkrümmer. Da werde ich mich mal hinsetzen, werde mit einer Bandsäge die ganzen Rohre abtrennen, dass wir wieder diese Planefläche haben vom Flanschbild. Werde die Rohrbögen dorthin nochmal leicht anwinkeln, dass ich nochmal so einen leichten 15-Grad-Winkel reinkriege, um dann den Krümmer noch ein bisschen nach hinten zu kippen, dass wir mit dem Flanschbild ein Stück höher kommen. Weil unser Wunsch ist es eigentlich. Erklären wir eigentlich, warum es so ist. Wir können auch einen von der Stange nehmen. Es gibt die Möglichkeit, einen Rohrkrümmer zu nehmen. Dann hätten wir den Lader hier oben sitzen. Unsere ganzen Platzprobleme wären vorbei. Aber dann haben wir das Problem. Dann sitzt der Lader halt oben. Wir wollen aber nicht Top-Mount. Wir wollen den ganz bewusst nach unten lassen. Wir wollen wirklich unten lassen, dass wir ein relativ originalgetreues Aussehen haben. Das ist halt für uns das, was wir gerne möchten. Das ist halt einfach mal dieses Probieren. Ja, jetzt haben wir gesehen, funktioniert mit dem. Schieb mal nicht weg, Junge, hast du Muskeln getrunken? Funktioniert mit dem Lader oder mit dem Krümmer leider nicht. Das heißt, jetzt ändern wir jetzt nochmal um. Das seht ihr dann in der nächsten Folge. Was dann da passiert, dann werde ich mich wieder in Schweißgerät setzen müssen, nicht arbeit Schwein. Wieder Sonnenbrand, dann bist du wieder braun, Alter. Das war bei deinem Krümmer, das letzte Mal nacharbeiten, puh. Und dann seht ihr das Ganze, wie es passt. Falls ihr Fragen habt, falls euch das Ganze gefallen hat, wir werden erstmal wieder inne gehen, wir werden mir ein paar Sachen besorgen, ein bisschen weitermachen. Dann ist es wirklich nur noch Lader ranschrauben, Leitung ran. Ja, und dann können wir den mal wieder reinhängen in den Sack. Wie gesagt, reinhängen in den Sack. Ich würde sagen, falls euch das gefallen hat, lasst uns ein Like hier unten da. Dann könnt ihr unser Herzchen drücken für uns. Macht es. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Guckt euch noch unsere anderen Videos an, hier und da vielleicht, wenn ihr Lust habt. Falls euch das nicht genug war, falls ihr Blut geleckt habt, schaut es euch an. Wir sind raus. Bis denn.